Ja, meine Lieben, willkommen zurück. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum nächsten Part. Wir treffen im FA Cup auf Norwich. Jetzt hat es eigentlich in der Aufnahmesession nach meiner langen Pause wieder ganz gut geklappt mit zwei Siegen. Mit Norwich treffen wir jetzt auf einen Gegner, der ja eigentlich relativ einfach sein sollte oder zumindest immer klarer Favorit als Tabellenführer. Ich werde mir jetzt noch kurz mal beim Kalender reinschauen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie lange wir Pause haben und wie so unser Programm danach aussieht. Also das ist auch ganz wichtig, weil vielleicht schon ich eben gegen Norwich ein bisschen, aber schauen wir einfach gleich mal rein, ohne hier viel Zeit zu verschwenden in den Kalender. Okay, und da sehen wir, das ist schon mal sehr angenehm. Wir haben 3 normale Wochen. Das ist auch gerade jetzt in der Wintertransferphase ganz cool, weil dann kommen wir relativ schnell voran. Also wir haben jetzt zwar insgesamt 4 Spiele, aber eben keine englischen Wochen jetzt, zumindest in den nächsten 3 Wochen. Dementsprechend schauen wir einfach, wer fit ist und versuchen, die möglichst stärkste Mannschaft aufzustellen. Genau, was ich noch schauen wollte, da schaue ich nochmal kurz raus. Und zwar haben wir ja Spieler verkauft. Das haben wir schon vor längerem gemacht und die haben uns jetzt verlassen. Und ich bin mir gerade nicht sicher. Aber was wollte ich jetzt? Wie viel Geld ich noch habe, weil ich mir nicht sicher bin. Wir haben jetzt einen Spieler verkauft, vorab quasi. So, es hängt irgendwie. So. Wenn ich den Spieler jetzt schon im, keine Ahnung, Dezember oder so kaufe und da haben wir das Transferbudget 10 Millionen, genau das ist der Punkt. Wenn ich jetzt im November jemanden verkaufe, kriege ich das Geld anscheinend erst später. Das ist für uns aber sehr gut. Jetzt können wir nämlich das Budget ein bisschen tauschen. Bisschen verschieben, weil das ist sonst echt zu schlecht. Ich probiere es mal so in der Richtung. Und da können wir auch mal reinschauen, bei wem so der Vertrag ausläuft. Das sind normalerweise einige Spieler. Patrick Cutrone. Mit wem läuft der Vertrag aus? Moise Kean, Riesentalent, aber die sind zu jung. Das ist das Problem. Callum Robinson. Kann natürlich sein, dass wir die beobachtet haben und dann mittlerweile, dass die mittlerweile schon den Vertrag verlängert haben. Gabigol, der ist verliehen. Jonathan Bamba. Ich glaube, dass es einfach die falsche Suche ist. Wir brauchen da keine jungen Talente, sondern jemanden mit Stammspielerqualität. Und das ist jetzt natürlich blöd, weil das Scouten dauert ein bisschen. Stammspielerqualität, bei denen der Vertrag ausläuft. Vielleicht finden wir da noch jemanden, weil so viel Geld haben wir im Moment nicht. Das sind schon einige, okay. Ordnen wir noch nach Position Torres und Carlos Vela. Torres finde ich eigentlich immer ganz cool. Ja, ist natürlich ein starker Spieler mit 33 Jahren, hätte so ein bisschen den Legendenstatus, deswegen finde ich ihn ganz cool. Carlos Vela ist vom Alter her halt schon noch sehr interessant. Mit 27, er ist Landsmann von Javier Hernandez, von Chicharito und wird sich auch ganz ähnlich spielen. Schauen wir mal, wie wir sonst noch haben. Wilshere und Ramsey. Das ist natürlich cool. Jack Wilshere wäre was, weil der natürlich auch Engländer wäre. Genauso Ross Barkley, der in echt ja mittlerweile schon zu Chelsea gewechselt ist. Dann schauen wir mal, ob wir einen von denen vielleicht verpflichten können. Gerade fürs offensive Mittelfeld könnte ich mir den durchaus vorstellen. Jack Wilshere wäre mir sogar noch lieber. Die können wir schon kontaktieren. Machen wir das gleich mal. So, lieber Jack, 125.000 ist absolut in Ordnung. Das nehmen wir gerne an. Rolle Schlüsselspieler passt natürlich auch. Gleich mal 3 Jahre, wobei wir keine 3 Jahre spielen werden. 5 Jahre hätte er gern, ja, von mir aus. Dann ist er 31, keine Freigabesumme, das ist mir auch sehr recht. Ich überspringe das jetzt, ich hoffe, das ist okay für euch. Das passt auch. Das nehmen wir jetzt einfach an, dann bekommen wir Jack Wilshere, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ross Barkley kann man genauso direkt ansprechen, deswegen versuche ich das jetzt einfach gleich mal. Kann man dann zwar erst im Sommer, aber warum nicht? Rolle im Kader, Schlüsselspieler auf jeden Fall. Damit ist er natürlich auch zufrieden. 5 Jahre ist natürlich auch super. Also die Verhandlungen, wenn ich das jetzt mit dem Football Manager vergleiche, sind schon ganz gemütlich. Einstiegsbonus, so viel Geld haben wir nicht.
Eigentlich haben wir gar nichts. Bonus entfernen. Ich glaube, der Einstiegsbonus ist das Kritische. 1,8, das kann ich jetzt annehmen. Das haben wir anscheinend. Cool, dann haben wir fürs Mittelfeld schon mal zwei grandiose Spieler für die nächste Saison verpflichtet. Das ist schon mal ein ganz guter Deal. Denn Lanzini wird immer wieder umworben. Da könnte man Barkley spielen lassen. Und auch im defensiven Mittelfeld kommen immer wieder Angebote. Da ist es dann auch ganz cool, wenn wir Wilshere haben. Dann haben wir auch zwei Engländer, was das Ganze einfach auch noch realistischer macht. Gut, ich nehme Haksabanovic mit, weil Quina ein bisschen müde ist. Ich lasse Adrian spielen statt Joe Hart. Und dann starten wir einfach gleich rein. Bin schon sehr gespannt gegen Norwich. Natürlich klare Favoritenrolle. So. Sehr schön. Den sollte man machen. Versuche natürlich möglichst genau aufs Eck. Mit R1 angeschnitten, dann geht das schon ganz gut. Und das sorgt natürlich für ordentlich Punkte. Ich muss echt sagen, dass ich den Großteil dieser Übungen echt lustig finde. Oh Gott. Im Training selbst mache ich die jetzt nicht unbedingt, aber so ist das ganz witzig. So, die paar Sekunden lasse ich noch schnell runterlaufen. Sorry dafür. Aber es geht vor allem auch darum, dass ich natürlich versuche, mehr Punkte zu haben als meine Freunde. Ihr kennt das sicher und wahrscheinlich werde ich es nicht geschafft haben. Ah, okay, ich bin der Einzige von meinen Leuten, der die Übung schon gemacht hat. Gut, die Emirates Cup, West Ham gegen Norwich City. Sehr schön. Wir sehen auch gleich, hier gibt es ganz andere Anzeigen. Wir haben schon ein bisschen gesehen. Hier sieht man es jetzt etwas deutlicher. Also neben den originalen Premier League Anzeigen natürlich auch im FA Cup. Alles original, ich liebe das. Das ist so, ich bin so ein bisschen ein Lizenzfetischist, was sowas angeht. Könnte auch den FM nie ohne Lizenzen spielen. Okay, was war denn da los? Wieder frühes Tor, die letzten beiden Partien ebenso. Ich war gerade komplett überrascht, vielleicht habt ihr es gemerkt, als ich mit Lanzini hier den Ball bekommen habe. Ja, die jubeln zu Recht. Schauen wir mal rein. Hier war ich total überrascht, dass der genau zu Lanzini kommt. Und habe dann irgendwie, ja, so überfordert wie ich war, einfach schnell irgendeinen Knopf gedrückt, das war X. Und so kam der Ball dann zu Carroll. Ja, wahnsinnig guter Start hier. Besser geht es natürlich nicht, gerade gegen schwächere Gegner, die sich oft hinten einigeln. Ist es ganz angenehm, wenn man früh in Führung geht. Okay, da war jetzt ein Foul von uns dabei. Nichts Bewusstes, was ich da jetzt gemacht hätte. Ich glaube, ich bin einfach reingerannt. Jetzt muss man aufpassen. Sehr gutes Tackling, kein Foul. So. Carroll mit dem Seitenwechsel auf Antonio. Der nimmt den Ball gut mit, aber ich hätte das Laufteil, glaube ich, verloren. Deswegen habe ich gleich geschossen. Aber der war natürlich sehr, sehr schwierig. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Gefährlicher Angriff. Oh, gut geklärt. Dyer war das, oder? Ja. Extra nochmal zu ihm gepasst, um den Namen zu sehen. So. Lustigerweise funktioniert das FIFA-Spiel mit dieser West Ham-Mannschaft einfach so gut. Ich habe vor kurzem mal privat eine Karriere mit Inter Mailand gespielt, ebenfalls das 4-2-3-1-System wie jetzt hier. Hab dann aber nicht auf Legende, sondern nur auf Weltklasse gespielt und das war echt nicht gut. Also ich glaube, ich war 8er oder so. Also wie Inter in echt. Nee, aber
Das ist echt interessant. Mit manchen Mannschaften funktioniert es besser. Mit Manchester United habe ich mich auch geplagt, habe ich auch ein bisschen gespielt. So, je mehr ich quatsch, desto gefährlicher wird der Gegner. Jetzt hast du wieder ein bisschen konzentrieren. Oh, Victor Moses mit einem tollen Laufweg, aber der ist weg. Ja, es ist echt interessant. Da mache ich so früh das 1-0 und dann geht gar nichts mehr. Also wäre schon schwierig, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte. So, Victor Moses. Also sie attackieren nicht ganz so spät wie unser letzter Gegner. Bisschen früher und aggressiver. Liegt vielleicht auch im Rückstand, das kann ich schwer einschätzen. So, sehr schön. Wieder sehr souverän gelöst. Victor Moses. Oh, der war schwach. Also schwach von mir. Hätte ich so jetzt nicht spielen dürfen. Gut geklärt. Und oh no, oh no. Lanzini liegt. Gerade schlimme Befürchtungen. Ich glaube, er läuft schon wieder. Sehr gut. Den zu verlieren, wäre natürlich extrem bitter. Da gibt es ja momentan noch Angebote. Ich habe die delegiert, also verhandeln tut jetzt unser persönlicher Assistent. Und ich habe eben gesagt, ich glaube 70 Millionen möchte ich sehen für ihn, dann darf er gehen. Weil das wäre echt eine Summe, wo ich finde, damit könnte man ganz gut leben. Da würde ich, glaube ich, auch einfach Chicharito reintun oder auf ein 4-4-2 umsteigen. Irgendwie gelingt uns nach vorne nicht mehr wirklich viel. Ach, der war auch schlecht. Ich wollte eigentlich auf Lanzini. Ja, Leute, es läuft gerade nicht. Schwierige Phase. Ach, das war gar nichts. Das war wirklich nichts. Wer macht sich da bereit? Okay, Pritchard. Kenne ich gar nicht. Werde ich mir jetzt wahrscheinlich auch nicht merken. Nach dem Freistoß. Also generell spiele ich ja. Oh, fuck. Wieder sehr aggressives Tackling. Also schon langsam. Rausrücken, abseits. Das Rausrücken war jetzt unfassbar wichtig, cooler Herr. Da im Abseits, da ja, jetzt habe ich ihn erst gekriegt und dann das Rausrücken war schon wichtig. So, Lanzini startet jetzt, bekommt den Ball. Ganz oben ist Arnautovic, Carroll. Arnautovic. Und Arnautovic fällt um. Er hat durch die Beine durchgeschossen. Ganda gerade noch irgendwie mit den Händen dran. Auch hier jetzt wieder ganz gut abgewehrt. Also Norbert spielt das generell nicht so schlecht. Ach shit. Schon gedrückt gehabt. Die spielen das generell nicht so schlecht, muss ich sagen. Also die sind nicht so schwach. Gerade defensiv sind die mit der einen Ausnahme mehr oder weniger, dieses Tor, sind die wirklich relativ stabil und kompakt. So, mir ist gerade mein Ohrstöpsel rausgefallen. Boah, ich habe so Angst wegen Fouls in solchen Situationen. Auch nicht ungefährlich. Ja. Da, ich spiele es jetzt ein bisschen geduldiger. Aber das ist es. Man sieht hier, der Zehner von den Gegnern lässt sich fallen.
Und ich kann dann zwischen meinen Sechsern nicht wirklich herumkombinieren. Lanzini! Der Typ ist einfach genial. Ich versuch's gleich nochmal. Also hier machen sie es wahnsinnig eng und das macht es mir nicht einfach, aber jetzt die Chance. Keine leichte Partie. Der Mauser ist die Flanke. Aber Gunn ohne Probleme. Gut. Also wir führen, auch wenn es jetzt keine überragende Partie war, bin ich trotzdem ganz zufrieden, haben wenig zugelassen. Und ich denke, Lanzini werden wir später dann rauswechseln, wenn er echt noch weiter müde wird. Aber für den Moment passt das ganz gut. Kein Grund, da irgendwas zu ändern. Chicharito können wir dann noch bringen statt Carroll. Weil ich ja auch davon ausgehe, dass Norwich jetzt ein bisschen mehr für die Offensive tut. Vielleicht tut sich da die ein oder andere Konterchance dann auf. So, sehr gut von Masuaku. Ah, da wäre ich ein bisschen abgedrängt. Ich drehe lieber ab und riskiere da nichts. Oh, ganz stark gespielt. Lanzini. Boah, was war das für ein geiles Tor? Also der war mal richtig stark. Die Kombination, vor allem der Pass von Masuaku, da der Trick. Und ja, Torhüter. Sieht natürlich nicht gut aus beim kurzen Eck, aber wenn der aus der Distanz mit so einer Wucht kommt. Boah, das war mal ein richtig geiles Tor. Lanzini. Sehr gut, das heißt, ich werde jetzt ehrlich gesagt schon jungen Spielern die Einsatzzeit geben, zumindest Haksabanovic. Højbjerg habe ich noch mit. Und ich werde auch Chicharito gleich spielen lassen. Ich mache gleich drei Wechsel. Auch so ein kleiner Tipp am Rande. Was mir bisher so aufgefallen ist, ist, dass bei FIFA, wenn man schon drei Wechsel gemacht hat, sich plötzlich niemand mehr verletzt. Also ich habe es noch nie gehabt, in den letzten, ich glaube, 3 Jahren nicht, dass sich jemand so verletzt hat, dass ich ihn auswechseln hätte müssen. Also quasi mit einem Spieler weniger spielen müssen nach den drei Wechseln. Weiß nicht, ob es bei euch schon mal der Fall war. Vielleicht könnt ihr das dazu kommentieren. Bei mir war es das auf jeden Fall nie. Deswegen habe ich echt kein Problem, auch früh drei Wechsel zu machen, was ich im FM ja quasi nie mache. Oh, jetzt habe ich mir zu lange Zeit gelassen. Wollte da warten, bis Haksabanovic war es, glaube ich, besser gestartet ist. Aber alles gut. Naja, da links oben steht es gerade. Wechselfreudiger Lanzini. Okay, Doppelpass funktioniert. Mal schauen, dass ich den Zweikampf da gewinne. Auf dem langen Pfosten. Habe ich Lanzini noch immer drin? Nee, ich habe mich vertan. Ich wollte Arnautovic raus tun und Lanzini. Arnautovic in die Mitte tun und Lanzini raus tun. Na, großartig. Egal. Er wird es hoffentlich überleben. Ich werde halt nicht ganz so viel sprinten mit ihm. Boah. Ah, da hätte es fast gepasst. Oh shit, da hat gar nichts gepasst. Und ich sprint schon wieder mit Lanzini. Schwach attackiert von mir gerade. So, jetzt müssen wir mal wieder aufpassen. Gut unter Druck gesetzt, Haksabanovic. Für den ist es, glaube ich, auch nicht schlecht für seine Entwicklung, wenn man dem möglichst viel spielen lassen. Was wir zurzeit ja wirklich tun. Aber ihr seht, wie viel Lanzini auch ohne mein Zutun läuft. Das ist unfassbar, diese Arbeitsrate. Deswegen ist er auch immer so müde. Ich meine, ich schätze mal, dass der so und so nicht die große Ausdauer haben wird, aber trotzdem.
Ist schon richtig arg. So, boah, gut durchgesetzt. Jetzt habe ich ihn. Aber leider die Ecke. Gerade auf den Flügeln lege ich mich eigentlich echt ganz gerne in den Weg. So. Oh, Lanzini per Kopf ist da natürlich chancenlos. Aber zum Glück, ich weiß nicht genau, wer es jetzt war, richtig stark auf der Linie geklärt. So. Oh, das war gerade. Ich habe gerade am Radar eigentlich eher links außen gesehen, aber es hätte auch nicht funktioniert. So, come on. Stark von Heuberg, aber der Ball bleibt bei Norwich. Nicht so gutes Tackling, aber sie haben jetzt einfach dieses nötige Ballglück. Das ist aber schon die 75. Minute, die hier läuft. So, als kleine Taktikwechsel, wir gehen auf die Kontertaktik, das heißt, da stehen wir ein bisschen tiefer. Schadet sicher nicht, wenn wir es da ein bisschen kompakter machen. Oh, Lanzini, sehr gut. Eigentlich braucht man echt nur warten, bis Lanzini irgendwo hinläuft. Das ist echt grandios. Gut geklärt, aber jetzt gewinnen sie immer diese zweiten Bälle. Und das wird schon wieder gefährlich. Norwich jetzt richtig stark in der Partie und da gibt es den Elfer. Oh no. Ogbonna mit dem Foul. Gibt da keine Karte zurecht. Ich glaube, es war keine harte Attacke und kein absichtliches Foul, aber erwische einfach den Ball nicht. So, rechts oder links? Da bleibe ich einfach stehen. Ich nehme rechts. Okay, damit kann ich auch leben. Oliveira vergibt. Ich versuche es kurz abzuspielen. Ich hoffe, dass das geht. Ja, großartig. Kein Abseits. Also jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren. Norwich jetzt definitiv die stärkere Mannschaft. Ist auch das, was ich in den letzten Parts mal erwähnt habe, dass man gefühlt irgendwie immer einen Spieler oder zwei Spieler weniger am Platz hat. Gerade jetzt zum Schluss. Oh, das ist Lanzini. Ich wollte. Ja. Yes, gut gelöst, zwar riskant, aber alles gut. Haksabanovic setzt zum Sprint an. Ich werde aber gerade ein bisschen abgedrängt. Sonst hätte ich ihn aber wahrscheinlich verloren. Ach, Lanzini. Ich glaube, den verkaufe ich auch für die 70 Millionen nicht. Dybala spielt sich auch relativ arg in diesem Jahr. Ebenso wie Eden Hazard. Sehr ähnlich, muss ich sagen, vom Spielgefühl her. Ah, schade, zu weit. War keine schlechte Aktion von Lanzini. Ich wollte gerade auf Haksabanovic passen, aber Højbjerg braucht einfach diesen Ticken zu lange. Kein Tor ab. Wow, okay. Und das war's. Die West Ham-Fans jubeln. War im Endeffekt eine ganz coole Partie, relativ spannend schlussendlich noch. Ich meine, natürlich hat uns wieder der Spielverlauf in die Karten gespielt und ein überragender Manuel Lanzini. Richtig, richtig stark von ihm. 8 zu 9 Schüsse, also man sieht, die Partie war wirklich ausgeglichen, aber wir haben momentan halt auch irgendwie so einen richtigen Riecher für den Torabschluss. Also wir sind da echt eiskalt.
Und darüber bin ich natürlich sehr, sehr froh. So, machen wir das Training. Alles wie immer. Bin schon gespannt auf die ersten Jugendspieler. Da haben wir jetzt endlich ein Scouting-Netzwerk aufgebaut. Rückkehr ausgeliehener Spieler. Josh Cullen und Reese Burke. Okay, schauen wir mal rein, wer die sind. Ich habe so das Gefühl, das werden nicht die stärksten Spieler sein. Boah, Lanzini, der ist tot. Cullen und Burke. Okay, Burke ist jetzt nicht so wirklich interessant. Cullen. Arbeitsrate sehr gut. 21 Jahre, er ist jetzt halt auch nicht ganz so jung. Also Cullen werden wir auf jeden Fall mal. Ah shit, das geht in der Teamzentrale, aber hier nicht. Cullen werden wir auf jeden Fall mal verkaufen. Oder Burke war das, glaube ich, den ich verkaufen wollte. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Burke, genau. Mit 21 ist er mir ehrlich gesagt bei, für 67 für diese Mannschaft zu alt. Wenn man im Vergleich Marisic anschaut, der hat schon 69. So. Da haben wir Cullen. Ja, ausprobieren könnte man ihn ja theoretisch mal. Ist ja nicht unbedingt eine Position, wo wir überbesetzt sind. Und dafür haben wir ihn halt verleihen, Rice. Ist vielleicht nicht so schlecht. Dann haben wir wirklich einen jungen Spieler, der irgendwo Spielpraxis bekommt und mit und einen Spieler, der ein bisschen älter ist, aber trotzdem brauchbar, so als vierten defensiven Mittelfeldspieler nach Højbjerg, den wir auf Platz 2 haben. Gut, Juve konnte sich mit Lanzini, also konnte sich mit uns nicht einigen wegen der Ablösesumme. Ich sage ganz ehrlich, die 70 wäre ja wahrscheinlich wert. Neapel möchte Ayew kaufen. 13,4 kommt mir relativ wenig vor. Ja, der ist 12,9 wert, denke ich mir doch. Delegieren. Ich wäre nicht abgeneigt, weil er doch nur unser Ersatz ist, aber da muss schon mehr her. Also 18. Dann würde ich ehrlich gesagt schon drüber nachdenken. Da können wir dann einen coolen Flügelspieler kaufen und vielleicht Antonio auf die Bank tun. Aber schauen wir mal, was draus wird. Jetzt habe ich gerade recht gedacht, dass das unser Trikot ist, aber es ist Burnley. Funes Mori, den kenne ich auch noch. Mal mit, ich glaube, Celta Vigo gespielt und da war er, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Portugal-Nationaltrainer. Oh, würde mich ja eigentlich reizen, aber ich werde das Angebot ablehnen. Da generell relativ viele Angebote. Aber ich finde, so ist die Nationalmannschaft nicht wirklich gut umgesetzt. Gut, das war es also von mir heute. Ich glaube, ja, man kann relativ zufrieden sein. Und im nächsten Part dann das Duell auswärts gegen Huddersfield. Also müssen wir eigentlich ja wieder gewinnen. Da sind wir wieder die Favoriten. Schauen wir mal, ob es klappt. Danke fürs Einschalten. Bis gleich.